Moin, meine Freunde, und willkommen im nächsten Part. Wir schauen jetzt gemeinsam mal in den Shop rein, was wir so verkauft haben. Es ist jetzt nicht so lange her, ich glaube 4 Stunden oder 3 Stunden circa. Genau, weiß ich gar nicht, vielleicht sogar 2. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann ich das letzte Mal online war. Und wir haben 12,5 KK eingenommen. Auf jeden Fall sind Badia-Felle weggegangen. Flusssammlung plus Stück Gewebe, meine ich, ist auch weg. Also einiges ist auf jeden Fall weggegangen. Und 3 BDV sehe ich gerade. Das ist ja mega nice. Ich glaube, das verzauberte Rüstung BDV ist weg. Und noch zwei andere. Welche genau das waren? Keine Ahnung jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall 12,5 KK. Das ist mega nice. Damit können wir ordentlich was anfangen jetzt. Und dann schauen wir mal gemeinsam durch, was wir so finden. Kleiner Tipp am Rande. Passt auf, Leute, wenn ihr im Offline-Shop sucht. Manche Leute verkaufen hier Gegenstände für Wonnen. Also wenn ihr Wonnen im Inventar und Abzeug kaufen müsst, passt wirklich, wirklich auf. Es ist jetzt mehrfach vorgekommen, dass Leute sowas gekauft haben. Deswegen machen das momentan sehr, sehr viele. Generell, ich kann das mal bei jedem Up-Item suchen. Wenn ich jetzt, was weiß ich, Esoterik-Fibel einfach mal suche, ich wette mit euch ganz hinten, ja, hier sage ich ja, gibt es wieder auch Sachen für 8 Wonnen und so. Deswegen passt da auf jeden Fall auf. Es gibt mittlerweile überall so welche, ja, Betrüger, sage ich jetzt einfach mal dazu. Das ist einfach, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Es ist einfach traurig, dass die Community sich so, ja, verarschen lässt auch. Also generell, dann passt einfach auf, dass das nicht passiert euch. Und ja, es ist halt schade um die 8 Wundern in dem Sinne. Okay, wir müssen jetzt ganz fix zu diesem Shop hier. Wir kaufen auf jeden Fall schon mal diese Wolfsfell Plus hier raus, weil sie sind verdammt günstig. Das war von dem Typen hier. Keine Ahnung, wieso der das so günstig verkauft. Aber da gehen wir auf jeden Fall mal hin und suchen den. Und wenn ich da bin, melde ich mich. Lauf, 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 hab ihn. So, was hat er so Schönes? Bären, oh mein Gott, 5 Bärengallen, 500k, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte jetzt Flusssammlung auch so günstig, ey. Halleluja. Wieder ewig 250. Ich glaube, den bei dem Typen haben wir schon mal gekauft. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, bei diesem Typen hier haben wir schon mal gekauft. Bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, es so war das. Das war relativ im ersten Part, relativ am Anfang. So, was haben wir denn noch so hier? Medi plus 1 KK nehmen wir auch noch mit. Meins Spinnauge eine 100k nehmen wir auch noch mit. Ein KTP-Schuh kann er behalten. Verzauberte Klinge, weiß ich gerade nicht, wie teuer. Diesen Bergbau 500k, holy. Schmeckt jetzt. Purpurwolfsseele 100k nehmen wir natürlich auch mit. Die kann er behalten. Komm, das Sausen nehmen wir auch noch mit. Purpurwolfsseele, Kommo Meisterbuch. Nee, 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 nee. Tigerfell 17 Stück, 1,7 KK. Oh, dieser Shop, der schmeckt so hart gerade. Sonst noch irgendwas. Irgendwas muss der da bestimmt noch haben. Nee, schade drum. Mir war auf jeden Fall echt lecker. 6 KK haben wir jetzt noch über. Ah, nichts mehr da. Schade. Echt, wäre geil gewesen, wenn noch was gewesen wäre, aber ist nichts. Hier ist eine Kupferherzkette plus 6 für 1,5 KK. Die können wir uns nicht entgehen lassen hier. Nehmen wir mit, das schöne Teil. Und generell schaue ich mal nach Kupferherzketten, was die gerade mal so sagen. Vielleicht gibt es ja noch mehrere günstige. Warte mal. Welchen Level sind die? Level 8. Da machen wir es ganz anders. Geben Level 8 ein. Hier Level 8. Löschen den Namen. Dann haben wir direkt alle Kupfis hier am Stissel. Können uns mal so ein bisschen daran orientieren, was die anderen so sagen. Hier gibt es noch welche plus 6. Digga, wie billig sind die geworden? Ich meine, nehme ich jetzt natürlich mit für 2,4 hier noch eine. Und ja, kommen wir mal noch eine einfach, weil die gehen halt einfach für 3,5 locker weg. Also 4, selbst für 4 gehen die weg. Deswegen hat hier noch einer einen Boni. Ne, dann nehmen wir die noch mit, dann passt das Ganze. Dann ist unser Young weg, können wir Shop stellen und dann war es das schon für den Abend. Ich habe nun die Sachen alle in den Shop getan und ich zeige euch jetzt einfach mal die Zeit, damit ihr seht, wie lange der Shop jetzt noch offen ist und ungefähr abgleichen könnt, falls euch daran, falls ihr interessiert seid, wie lange ich überhaupt die Shops offen habe, bis ich wie viel verkauft habe. Einfach mal so aus Neugierde vielleicht für euch, deswegen zeige ich euch das halt immer so. Und ja, meine Preise zeige ich euch dann über den Shop selber. Und ja, die Bärengarn habe ich jetzt zu 2,5 KK drinne. Schon ziemlich teuer an sich, aber es gibt gerade, die billigsten sind 3 KK und ich muss die für 2,5 reinstellen. Normalerweise stelle ich für 1,5 bis 2 rein, aber ich will es einfach ausprobieren. Vielleicht gehen sie jetzt weg über Nacht, man weiß es nicht. Und ja, das passt auf jeden Fall. Die Bärengarn Plus haben wir für 1 KK im 2er-Paket jetzt drin. Die Wolfsfell ebenfalls für 1 KK. Habe ich gerade 2 KK? Ich meinte natürlich 1, wenn ich es falsch gesagt habe. Die Wolfsfell ebenfalls für 1 KK. Die Kupferhalsketten für 4 KK. Das Bergbaubuch für 3, die Ebis mit 2 Bonis hier für 1 KK, die anderen alle 3 für 750 jeweils, die Medi Plus für 2,5 KK und das einzelne Spinnäuglein für 600k.
Sonst musste ich jetzt schon mittlerweile die ersten Bücher hier rausnehmen, weil ich einfach keinen Platz hatte. Aber das Young ist mal wieder weg. Mal gucken, was wir dann verkaufen werden über Nacht. Ich habe die Bücher vergessen zu zeigen. Sausen 500k, Purpurwolfsseele 1 kk und Verzauberte Rüstung kennt ihr für 1,5 kk. Eieieieiei, wir haben 78,6 kk eingenommen. BDVs haben wir ein paar verkauft, ich glaube 2 oder 3 Stück und es ist einfach alles was weggegangen. Das ist richtig krank. Ich meine, wir hatten auf jeden Fall den Shop sehr, sehr lange jetzt offen. Und ja, 78 kk, das stecken wir uns selbstverständlich in die Tasche und damit können wir jetzt sehr, sehr gut einkaufen gehen. Ja, viermal Wuzi Kriegskunst, 200k, 500k und nochmal 555k. Nehmen wir alle vier mit. Easy peasy, 2,5 kk Gewinn in unsere Tasche. Bronzeschuhe plus hier gefunden für 4 kk mit 1 KTP, die kriegen wir locker für 6 kk verkauft. Also easy wieder 2 kk in unsere Tasche. Ich habe noch eine schöne Sache mit TP gefunden. Ein HTA plus 4 mit 1,5 KTP für 30 kk. Schön für den Neuanfänger ist das ein sehr, sehr schniekes Armband. Das verkaufen wir wieder für 45 kk, also haben wir 15 kk Gewinn gemacht. Ich bin mal eben hier zu diesem Shop gelaufen und ja, was haben wir so Schönes gefunden? Kampfforschef BS 800k in diesem Shop. Die nehmen wir natürlich mit Furcht. Da bin ich mir immer noch unentschlossen, ob ich die mitnehme. Aber ach komm, wir nehmen die jetzt einfach mit. Wir haben das Geld gerade am Start. 1,5 kk kann man für die Dinger auch nicht meckern, ganz ehrlich gesagt. Die Ebis, nach denen habe ich eigentlich gesucht, bei 350k, das ist halt schon ziemlich günstig. Ansonsten hat der jetzt nichts Wirkliches mehr, was man benötigen kann. Gab es sonst noch günstige Ebis hier? Erste Seite war nix, zweite Seite war jetzt nix. Die dritte Seite, hier sind welche für 500k. Komm, wir suchen den Shop auch nochmal ganz fix. Ich hoffe, oh, ich glaube, der hat mich gerade beendet. Bist du? Ja, ich glaube, das war genau der Typ, bei dem ich gerade die Ketten, die Ohrringe gekauft habe. Lol. Okay, auf jeden Fall, wir suchen jetzt den anderen Shop mit den Emotes-Ohrringen. Da ist er schon. Wundervoll. Dann schauen wir mal, was denn noch so drin hat. Ich hoffe, da ist noch was Schickes drin. Oh, komm, lass was Schönes drin sein. Ganzen Bücher für 50k. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Schwert für 500k. Egal, wir nehmen erstmal die Ebis hier. Die kriegen wir weiterhin gut verkauft. Verlobi 28 kk. Nee, kann er behalten, die Kacke. Froschschenkel 50 kk. Bei ihm läuft ganz schön hier, sag ich mal. Aber sonst hat er jetzt nichts mehr Schönes drin. Schade drum. Bärengallen. Komm, wir schauen nochmal Bärengallen gerade, weil wir haben ja unsere verkauft gekriegt, was ich ja echt schon krass finde. Für 2,5 kk. Ja, wir sollten vielleicht schon bei Verbesserungen suchen. Lost! So, 2,5 kk. Also, das ist halt schon wirklich der richtige Preis gewesen. Hier sind sogar 2 für 4. Da kann man sich sogar fast überlegen, die mitzunehmen, aber wir lassen das Ganze. Bevor wir die am Ende nicht mehr loskriegen, auf jeden Fall. Aber wir kaufen hier die Bärengalle Plus von dem Kerl, der hatte die sogar im Shop-Rip. Kaufen wir für 100k noch raus, ansonsten sind hier keine mehr. Sollen wir die 5 Stück noch nehmen, damit wir schön Zweierpakete machen können? Mein Viehgeld machen wir jetzt nicht damit. Ja komm, wir nehmen die jetzt einfach scheiß drauf, dann können wir einen schönen Stack machen hier. Dann passt das Ganze auch wieder, ja. Ah, ganz viele FBs in einem Shop und da sind natürlich Furcht-FBs drin, da können wir natürlich nicht nein sagen. Schauen wir mal, ob dann noch eins da ist. Noch eins und nee, verzauberte Rüstung kann er behalten. Komm, noch ein Furcht. Jawohl, noch ein Furcht. Wir werden den ganzen Furchtmarkt aufkaufen. So sieht's aus, Freunde. Noch eins. Ehre. Silberhalskette. Nee, die Muscheln kann er auch behalten. Ich habe keine Lust auf Muscheln. Leider nichts mehr. Schade. Lauf, 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 lauf. Wir haben was gefunden. Nichts Großartiges, aber wir haben was gefunden. Einen schönen Shop, der ganz günstig ist mit verzauberte Rüstung und allem möglichen Pipapo. Selbst Hinterhalt. Oh mein Gott, den machen wir aber hier leer bis zum geht nicht mehr. Zauber aufheben, reflektieren. Nee. Truder dunkler kann auch behalten. Das nehmen wir noch mit. Ich weiß gar nicht, wie viel vorhin. Oh, Kampfrausch-BDV 3 kk nehmen wir auch noch mit. Sonst die Rasadotun kann er auch behalten. Das kann er auch behalten. Hat der noch mehr Chars hier stehen? Shop stehen? Das ist vielleicht auch noch irgendwie seine oder sowas. Das wäre richtig schön, aber leider Gottes nicht. Aber ja gut, dann hier war noch irgendwo ein FB. Ich weiß gerade nicht wo. Ist das gerade echt verkauft worden, wo ich hier gerade... Ey, ja, es ist nur das für 650k. Wo ist denn das? Wir suchen das. Lauf, 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 lauf. Und wir sind da. Was hat er denn so? Verzauberte Klinge, die sind echt 11 kk, da muss ich aber gleich nochmal glubschen, Alter. Dann weiß ich auf jeden Fall, was wir demnächst noch so, ja, kaufen werden, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben. Aber ich würde sagen, wir übernehmen jetzt erstmal den Suchermarkt so ein bisschen. Das gucken wir uns gleich an und ja.
Gucken wir noch hier, ob welche da sind. Oh, es sind so viele verzauberte Rüstungen. Das habe ich mir dabei bloß gedacht. Wir gehen erst nach diesem Boss-like oder gucken, welcher näher ist. Wir gehen einfach Mitte mal und dann suchen wir mal, wo der Shop steht. Ich hoffe, dass er hier irgendwo in der Nähe steht. Ich habe keinen Bock, so weit zu laufen. Steht hier. Oh mein Gott, das ist geil. Den nehmen wir mit hier. Eins, zwei. Oh mein Gott, was hat er denn noch? Ich wollte noch reingucken. Fingerschlagkonter. Die bisschen auch schön eigentlich, aber lassen wir mal sein. Ist der hier in der Nähe? Da hinten. Da gehen wir auch hin. Mein Lieblingsshop steht der eigentlich. Ist das dieser Eisenbootser da? War das der hier? Bin mir nicht sicher. War das mein Lieblingsshop? Nein, das war nicht mein Lieblingsshop. Na, gucken wir mal hier rein, was der so hat. Segen 500k, die nehmen wir auch noch mit. Wir sind gleich pleite, sehe ich gerade. Das ging ja doch schneller als erwartet. Knäuel. Müssen wir auch gleich mal checken. Ja, Schwertel brauchen wir nicht. Furcht ist auch ganz schön teuer bei ihm. Energiesplitter brauche ich auch nicht. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Passt, okay. Dann müssen wir jetzt doch noch diesen Boss-like hier suchen. Komm, steh hier irgendwo im Umkreis. Ich habe keinen Bock, dich so lange zu suchen. Da ist er. Wir haben ihn gefunden. Yay. Er hat ein bisschen mehr FPS. Uiuiuiui. Ich hoffe, der hat noch ein paar andere schnieke Sachen dabei. Giftwolke 400k. Nee. Das kann er behalten. Furcht ist bei ihm auch schon ziemlich teuer. Verzauberte Rüstung, das nehmen wir auf jeden Fall. Das haben wir ja gesagt. Da ist das andere. Zwei, noch eins. Wo ist das letzte? Er hatte doch vier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er vier hatte. Wo ist das vierte? Gib mir das vierte. Was hat das vierte gerade gekauft? Oh mein Gott. Versteck das doch nicht so, du Affe. Immer muss er das ganze Zeug verstecken. Auch ein schönes Schild. AGO, 15 Blocken, 6.7. 25 Bonn. Ja, kann man nicht meckern. Eigentlich ganz günstig, der Kerl hier, aber okay. Oh mein Gott, was hatten die Armbänder? Ich will nochmal kurz die Armbänder sehen. Sorry, ich bin neugierig. Okay, wir lassen das Ganze. Wir gehen raus aus dem Shop. Ich suche weiter. Erwartet unser nächstes Furcht-FB. Mal gucken, was der noch so hat. Ich hoffe, der hat ein paar mehr. Ich habe nämlich jetzt den nur auf der ersten, also auf der Seite hier gefunden. Da waren wir das erste und das ist halt das letzte Item gewesen. Das war voll verwirrend. Egal, wo ist das Furcht-FB, das möchte ich ganz gerne haben. Warum hat er die hier so teuer und dafür die Furcht? Ich verstehe seine Preispolitik nicht, aber okay. Lassen wir dann einfach mal so stehen, das Ganze. Ja gut, ein Furcht-FB hatte der anscheinend nur. Schade drum. Komm, wir suchen die nächste Zeit auch mal gemeinsam hier. Blacky Line. Hatten wir den Shop nicht vorhin? Hey, wir waren doch vorhin bei Blacky Line, oder nicht? Habe ich das FB echt übersehen hier? Das war doch von dem. Als ob ich ein FB von ihm übersehen habe. Und ach nee, ich bin vorhin zu dem Shop hingelaufen und da, ich habe das noch nicht aktualisiert. Ja, okay, das ergibt Sinn. Ja gut, das ergibt wirklich Sinn. Da wartet mein nächstes Furcht-FB. Meins, 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 meins. Ein KK, yay. Oh Mann, ich freue mich über Furcht-FBs. Was ist bloß los mit mir? Kupferhalsketten 500k. Die Dinger sind auch so billig geworden, seitdem ich das im Video hier angesprochen habe. Das ist echt krass, was so ein Typ für Auswirkungen auf dem Markt haben kann. Ich habe einfach den kompletten Kupferhalskettenmarkt im Arsch gemacht, Alter. Das ist richtig krank. Dieser Shizu hier, oh mein Gott, der Shop ist direkt auch da. Geil, muss ich nicht suchen. Ich habe einfach den kompletten Markt kaputt gemacht. Also ich habe mich schon echt gewundert, warum so viel auf einmal gab und ich meine, den ich verkauft kriege. Es gibt einfach gefühlt 10 Seiten Kupferhalsketten plus 6. Das ist schon echt krank. Das tut mir irgendwie leid, aber irgendwie finde ich das cool zu sehen. Wilder Gegner 7kk. Ah, haben wir nicht mehr. So eine Scheibenkleister. Ja, komm, irgendwas ist doch noch hier. Noch ein Furcht. Achso, das war von ihm. Ich will noch ein Furcht. Gib mir noch eins. Ich will jetzt meinen Shop mit Furcht-FBs hier vollknallen. 1,1 sind wir schon jetzt. Sind wir schon bei 1,2. Komm, das sind die letzten hier. Letzte Seite. Ich will nicht über 1,5 gehen oder so. Ich die gerne für 2kk schon wieder verkaufe. Und bis zu diesem Punkt haben wir halt jetzt alles leer gekauft. Alter, wie viele verzauberte Rüstungen es gibt. Ich hatte ja noch was außer verzauberte Rüstung. Hier ist so ein Furcht, dann nehmen wir das jetzt einfach. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kram hier an der Stelle. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alle Sachen im Shop rein, weil wir haben nur noch 4,9kk und wir haben jetzt echt lange gesucht an Zeug hier, Alter. Der Shop ist wieder schön voll und ich zeige euch jetzt die Preise. Das Kampfvorschrift BDV Mensch haben wir für 5,5kk reingestellt. Das hat er für 45kk, damit wir 15kk gewinnen. Die Bronzeschiff für 8kk sollten eigentlich auch weggehen. Die Ebis wieder für 750k, das kennt ihr. Die Wuzi für 1kk, Hinterhalt für 1,5kk, die Bärengarn für 1,2kk.
Die ganzen Bücher hier, Durchstark haben wir auch gekauft und für 750k, Purpurwurfsäle 1kk, der Zauberte Rüstung und Segen 1kk, war das sonst alles, ja, und die Kampfrausch-FBs für 1,5 und die ganzen Furcht-FBs sind ja auch einige dabei gewesen für 2kk, also schon wieder einiges. Eieieiei, der Shop, der nimmt echt Form an, Alter. Nach jetzt, ja, jetzt sind es ungefähr 2 Tage. 2 Tage. Das ist echt super, was wir bis jetzt geschafft haben in 2 Tagen, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ein paar Stündchen sind rum, bisschen mehr als ich wollte eigentlich. Und ja, 40 kk haben wir eingenommen. Ein paar FBs haben wir verkauft. Und ja, unten die Sachen sind alle weggegangen. Ziemlich nice auf jeden Fall, 40 kk. Und dann schauen wir mal, was wir so Schönes finden werden. Ich habe mir mal gedacht, wir pushen so ein bisschen den Maulbeerenpreis hoch, weil 950k und sowas ist halt schon ziemlich günstig. Wir stellen die mal für 3 kk rein, kaufen hier mal die ganzen bis 2 kk raus. Und ja, weil die Tränke braucht halt jeder. Und ja, gerade für PvP im Low-Level sind die halt benötigt, die Magiewiderstand-Tränke, genau wie im High-Level, sobald man PvP macht. Und ich werde die Dinge einfach für 3 kk mal reinstellen, gucken, ob die weggehen. Ach hey, 2 Bärengeier plus wieder für relativ günstig auf dem Markt. Die nehmen wir wieder selbstverständlich mit, weil 2 Stück gehen ja für 1,2 kk weg. Deswegen nehmen wir die direkt wieder mit raus. Und gucken wir direkt mal bei Bärengallen und so weiter auch mal wieder durch. Eine für 1,2 kk, die nehmen wir auch mal wieder mit, weil die gehen ja, wie gesagt, für über 2 kk los, seht ihr ja. Und Bärenfußhaut schauen wir dann auch nochmal nach. Wenn wir schon mal dabei sind, 2 für 1,7. Gibt es auch noch schöne 10er-Pakete oder sowas? Dreier? Nee. Nee, schade, leider nichts dabei. Was war die erste Seite? 990k. Ja gut, das ist mal wieder Arsch. Ansonsten, was könnten wir noch schauen? Wolfswelt Plus könnten wir nochmal schauen. Die sind ja auch noch ein bisschen was wert. Schauen wir da mal da rein. Das sind gar nicht mal so viele auf dem Markt. Und ehrlich, Freunde, ich werde jetzt hier mal die ganze Scheiße rauskaufen, günstig, und dann gucken mal, wie viel die wir rauskriegen. Ich habe jetzt 18 Stück für gerade mal ja, 8 kk gekauft. Verkaufen die wieder für 1 kk hier, also stellen die im Zweierpaket für 1,8 oder sowas rein, mal schauen. Und dann werden wir die eigentlich, denke ich mal, wieder los, weil wie ihr schon seht, wir haben den Markt jetzt leer gekauft, so gut wie mit den günstigen. Und das nutzen wir natürlich direkt mal aus. Und Wolfsfell, das normale Item, kann man hier halt einfach komplett vergessen, wie ihr schon seht. Das ist ja mal krass. Darum könnte man sich eigentlich auch kümmern, aber nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Nein, definitiv nicht. Wir schauen aber trotzdem noch bei den FBs durch. Vielleicht finden wir das ein oder andere günstige Sucher-FB nochmal, damit wir den Shop weiter voll machen mit Furcht-FBs. Weil wenn irgendjemand mal kommen sollte, der Furcht braucht, eigentlich Konter, dann wird er natürlich die Dinger kaufen, weil dann braucht er mehrere, gerade wenn er mit Exos liest. Und dann juckt ihn das nicht, ob die 1 kk kosten, ob 2 kk. Deswegen suchen wir mal die ganzen wieder raus für maximal 1,2 kk und da werden wir bestimmt welche finden. Naja, stattdessen finden wir wieder verzauberte Rüstungbücher hier für 600k. Die nehmen wir natürlich mit. Und ich habe einen Trick hier rausgefunden, also von jemandem gekriegt. Man muss einfach nur einen Buchstabe eingeben. Aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Jetzt habe ich einen Buchstabe eingegeben, aber ja, er macht es nicht, wie ich das möchte. Wieso bin ich bei Wolfsfell gelandet? What the fuck? Verstehe ich nicht. Egal, wir suchen nochmal. Welche Seite war das jetzt? Irgendwas mit 50, glaube ich. Ja, der Trick hat jetzt nicht so besonders gut funktioniert, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Gab es noch günstigere? Ich habe jetzt nicht erst ab 600k angefangen zu gucken hier. Und dann probieren wir nochmal das Ganze hier. 555. Ist der Shop vielleicht in der Nähe? Wir schauen nochmal da hinten kurz. Dann gehen wir direkt nochmal zum Shop, weil meistens, wenn jemand ein günstiges FB hat, dann hat er meistens mehrere. Ich schaue da ganz gerne schon echt rein, weil, wie gesagt, man findet halt meistens viel, viel mehr, als man eigentlich wollte, wenn man in so einen Shop reinguckt. Und steht unser Lieblingsshop, war dieser Eisern Boots, das nicht? Wir schauen mal gemeinsam rein. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Nee, das war der nicht, okay. Schade, dass der nicht mehr kommt mit seinem Bärengarn für 100k, der war schon geil. Ach, komm, wir suchen den Shop. Wenn ich ihn gefunden habe, melde ich mich. Ich muss echt mal aufhören, so oft ich melde mich zu sagen. Das ist ja schon echt heftig. Meine Fresse. Aber egal, hier sind 2 Stück für 555k. Die nehmen wir wieder mit. Gibt es sonst noch welche hier in dieser Richtung hier? Atrax, das waren seine. Drachenwirbel hier sind dieser von Prime. Vielleicht hat er seinen Shop hier oben. Hier oben habe ich nämlich noch nicht gesucht gehabt. Ich hoffe, der steht jetzt hier. Bitte sei hier Shop. Bitte, bitte. Ach, Mann. Da hinten ist ja der Lümmel. Mein Gott, wieso stellt man seinen Shop so versteckt hier hin? Wahrscheinlich, weil es leckt oder sowas für ihn. Okay, was haben wir hier? Wir haben. Hier erstmal das verzauberte Rüstung. Und ja, das ist Rest eigentlich nur Arsch. Also, davon braucht man eigentlich gar nichts kaufen. Schade drum. Egal, was haben wir noch so? Verzauberte Rüstung. Steht der in der Mitte? Wir gehen nochmal nachschauen. Ja, das empfehle ich halt auch immer. Also, wenn ihr was im Glas findet, geht zu den Shop hin, weil man findet halt wirklich immer mehr, als was man wirklich benötigt, wie ihr schon seht.
Es sind halt so Kleinigkeiten, die ich immer ganz gerne noch da mitnehme. Einfach sein Shop ist voll mit verzauberte Klingebücher. Ich hätte die mal früher kaufen sollen für 8 Kaka. So, wo ist der Lümmel? Hier, 666 Kahn Furcht. Also das ist natürlich bombastisch. Das nehmen wir mit. Ist meins jetzt. Hinterhalt Konter 1,5. Also da müssen wir, wenn dann, gezielt auf mehrere Bücher gehen. Der hier hat auch noch da ein. Also wie gesagt, macht das halt immer, wenn ihr ein Glas habt und einen Verkauf macht. Meistens die Leute, die wirklich günstige FBs haben, verkaufen mal mehr. Und das habt ihr ja, glaube ich, im letzten Video schon gesehen, dass ich sehr, sehr viele Sachen so mehr gekriegt habe. Okay, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Schade drum. Ui, der droppt sowas. Krass. Okay, nochmal 699. Die kaufen wir jetzt auch noch. Komm, gönnen wir uns. Mein Gott, ich laufe immer im Zickzack hier. Krank. Zwingli, schöner Name. Kaufen wir die auch noch raus. Vielleicht hat der mal ein bisschen mehr. Ja, das ist das, was ich meinte hier. Voller Shop. Giftwolke 400k. Giftwolke, verzauberte Rüstung. Das da will ich haben. Schwertwirbel, Schwertwirbel, Schwertwirbel. Sunzi, nö, nö, nö. Giftwolke, bla, bla, bla. Das hat natürlich für ihn ist das praktisch. Er hat wahrscheinlich auch rausgekauft für günstig und verkauft die weiter. Das ist halt das Beste, was man machen kann. So, 700k mehr will ich jetzt ehrlich gesagt nicht für die Dinge gehen. Wir suchen jetzt weiter die Furcht-FBs. Da 777. Sei bitte auch in der Nähe, Shop. Ja, gut, den suchen wir. Steckt ist der Lümmel gewesen. Er ist richtig versteckt gewesen. Egal, wir haben ihn gefunden. Mal schauen, was er so drin hat. Drei-Wege-Schnitt. Warum nicht auch 222? Du Affe. Entschuldigung, nicht böse gemeint. Aber der hätte ruhig das Ding auch mal für 222 machen können. Und hier so ein paar Crab-weiße Taus. Die braucht kein Schwein. Ja, okay. Mal gucken, ob wir noch mehr finden kommen. Sei noch ein paar. Bitte. Furcht, 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 Furcht. Das ist alles kein Furcht hier. Ja, für einen Kaker sollten wir doch noch ein paar Furcht finden, oder? Komm schon. Gib mir ein paar Furcht-FBs. Wollte schon sagen hier. Den suchen wir auch mal wieder. Nicht weit entfernt gefunden. Sauber, Zauber. Was haben wir hier so Schönes drin? Giftwolke 150k. Nehmen wir mit. Das ist ein schöner Preis. Die Dinger gehen für 400-500k easy weg. Furcht 1 Kaker. Nehmen wir mit. Der müsste noch eins haben. Genau. So, lass nochmal ein Furcht oder was. Hier, nö, ist nichts. Alles klar. Dann suchen wir weiter. Was haben wir noch hier so? Noch ein Furcht. Achso, das war von ihm. Mann, bin ich dämlich. Ah, komm, Furcht, 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 Furcht. Wo seid ihr? Furcht. Gib mir noch ein Furcht, bitte. Kein verzauberte Rüstung. Oh, das bin ich selber. Hey, lul. Furcht, 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 Furcht. Ich hasse diese Buß- und Konterbücher. Die gehen mir so auf die Nerven. Das habe ich aber im letzten Part schon gesagt. Oder zigtausend Mal in den Videos gesagt, wahrscheinlich schon. Ah, keine Furcht. Doch, da endlich mal Erdenzell. Wo, der steht irgendwo da hinten. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, seine Shops stehen irgendwo hier. Oder? Nicht richtig. Schade. Okay, ich suche sie. Ich bin einfach nur einmal komplett. Einfach. Ich bin einfach komplett im Kreis gelaufen, Alter. Ist ja mal richtig zum Kotzen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall gefunden. Mal schauen, was er so hat noch. Furcht, meins, Furcht, meins. Und Bergbaubücher für 2,5. Ist auch eigentlich voll der akzeptable Preis, ey. Schauen wir gleich mal weiter, wie teuer die Dinger sind. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil eigentlich. Oh mein Gott. Nevermind, wir haben was Schickeres gefunden. Den können wir uns nicht entgehen lassen. Alles meine hier. Das ist geschenktes Geld hier. Einfach geschenktes Geld. Mal wieder 9 Kaka so gesehen, nur an diesem Shop gemacht. Also, puh, das schmeckt. Sonst nichts mehr. Schade. Ja gut, jetzt habe ich ein dickes Problem. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier reinpacke. Auf jeden Fall packen wir jetzt die Maulbeeren rein. Wie viel haben wir die gekauft? Mal genau 3 Kaka wollten wir die reinstellen hier. Das war auf jeden Fall wichtig. Ich denke mal, ich werde jetzt ein paar BDVs erstmal rausnehmen, die wir im Nachhinein dann einfach so reinhauen, wenn was verkauft ist. So dunkler Schutz, dunkler Stein kann erstmal raus. Das sind jetzt nicht so wichtige. Feuerfall kann raus. Schwertschlag, Schwertschlag. So, das sind eigentlich jetzt die wichtigsten, die raus sind hier. Dann können wir Bärengeile schon mal reinstellen für 1,8 kk, damit die so schnell wie möglich da weg ist. Die Bärengeile Plus stellen wir für 1,2 wieder rein. Und das Wolfshör, ja, das machen wir jetzt. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Kommt Zauber aufheben kann raus. Wenn wir jetzt ein 10er und 4 Zweier-Pakete noch kurz machen. Ja, das machen wir so. Das 10er-Paket haben wir jetzt für 8 kk reingestellt und die 2er-Pakete für die 1,8 kk. Die Bärengeil Plus für 1,2, das habt ihr gesehen. Die Bärengeil für 1,8. Die Maulband für 3, das habt ihr ja auch alles gesehen. Und die Furcht-FBs, verzauberte Klinge, verzauberte Rüstung für 1 kk. Und das einzelne Giftwolke haben wir auch noch irgendwo hier reingeschmuggelt. Ich weiß nicht, wo, da ist es, 500 kk.
sollte irgendwann auch weggehen. Ich bin gespannt, was wir einnehmen werden. Und wenn ich dann mal was habe, dann... Ja, hehe, mein Lieblingsspruch, melde ich mich. Naja, melden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Ich würde sagen, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut da rein, euer Simply. Ciao, Freunde.